So, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Nachdem einigen von euch mein letztes PowerPoint-Video ganz gut gefallen hat über die Geschichte des Rock'n'Roll und Pop, habe ich mir gedacht, ich stelle noch ein weiteres ein, diesmal mit Fokus nur auf den Rock und seine Entstehungsgeschichte. Und da fangen wir doch mal ein bisschen an mit kleinen Bilderrätseln. Wer ist denn dieser junge Mann hier? Richtig, man sagt auch immer, den Dritten Weltkrieg überleben nur Küchenschaben und Keith Richards, der Gitarrist der Rolling Stones. Dann haben wir hier natürlich den Sänger der Rolling Stones, Mick Jagger. Hier Madonna, die kennt ihr alle, aber kennt ihr auch Buddy Holly oder Fats Domino? Na, Britney Spears wird wohl jeder kennen, aber es ist vielleicht überraschend, dass auch sie und andere moderne Popkünstler sich immer wieder auf alte Idole berufen und auf deren Musikeinflüsse reagieren. Und ohne die alten Klassiker des Rock gäbe es den heutigen Pop nicht. Und auf diese simple Tatsache möchte ich in diesem Video etwas näher eingehen. Fangen wir doch damit an, dass vielleicht auch für einige überraschend der King of Pop seine Vorbilder im Rock hatte. Und natürlich ist die Frage hier, was bedeutet Rock überhaupt? Also schauen wir uns das genauer an. Einige von euch kennen den Rock als Rock'n'Roll, als Tanzmöglichkeit oder als Tanzstil. Und hier in einem extrem berühmten Film mit Olivia Newton-John und John Travolta in Saturday Night Fever. Da schauen wir ganz kurz rein. Ja, zur Begriffserklärung, was ist überhaupt Rock'n'Roll? Das ist ein Begriff für eine US-amerikanische Musikrichtung in den 50ern und frühen 60er Jahren und soll das damit verbundene Lebensgefühl einer Jugendprotestkultur darstellen. Die Musik ist überwiegend im Viervierteltakt, wobei die Betonung auf dem zweiten Schlag liegt, also im Vergleich zum Jive, bei dem die Betonung auf der 1 und der 3 liegt. Ja, wir kommen zur Begriffserklärung. Schaukle und Wälze ist ja nichts anderes als ein Euphemismus für den Beischlaf und wurde damals von DJ Alan Freed geprägt. Bill Haley hat das nochmal ganz deutlich gesagt mit Rock, 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 everybody, Roll, 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 everybody. Und der Rock'n'Roll war eben damals eine Musik, in der zum einen die Rassentrennung ein bisschen aufgeweicht wurde und zum anderen das Establishment ja geschockt werden sollte. Vor allem die Eltern haben das nicht gemocht, wenn ihre Kinder diese schmutzige Musik anhören. Ja, ein bisschen zur Einordnung in die Geschichte und in den gesellschaftlichen Kontext. Also Protestkultur heißt natürlich, wir wollen von bürgerlicher Moral frei sein, wir wollen unsere Drogen selber ausprobieren können, wir wollen ein bisschen uns austoben. Dieses Phänomen gab es in der Literatur und auch in Filmen, bekannt geworden mit James Dean. Und beruhend auf dem Bebop-Jazz hat sich damals diese Protestbewegung ein bisschen weiter ausgebreitet und das Rhythm and Blues Element, das hier vorherrschte, wurde weiter ausgebaut. Ja, das ging dann so weit, dass Rock'n'Roll sogar als Gesellschaftsbedrohung gesehen wurde, weil die Musik lauter und aggressiver wurde. 1956 kamen dann neue Stars auf: Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis oder eben der frühe Elvis Presley, die mit gesellschaftlichen Regeln gebrochen haben. Also die Haare wurden länger, die Frisur wurde wilder. Man hat sexuelle Gesten ausprobiert. Ich erinnere an die späteren Sex Pistols. Die kamen erst viel später, aber die haben es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja, und dann wurde natürlich Rock'n'Roll in den USA vor allem offen diskutiert. Und weil man gesagt hat, hier verliert eine ganze Generation die Kontrolle, das wird als Bedrohung angesehen. Ja, was sind denn so die musikalischen Merkmale eines Rock'n'Roll? Also zum einen ist die Besetzung relativ simpel, nämlich mit Gitarre. Dann haben wir noch den Kontrabass und das Schlagzeug. Die Instrumente werden auch einzeln eingesetzt, aber in der Regel braucht man nur 3 bis maximal 4 Leute, um eine vernünftige Rock'n'Roll-Band aufzustellen. Später kam dann noch ein besonderer Pianostil hinzu, indem man mit der linken Hand so boogieartige Bassbegleitungen gemacht hat. Da hat man sich den Bass dann sparen können. Die Bläser, also Saxophon, Trompete, Posaune zum Beispiel, die traten immer mehr in den Hintergrund. Das Altsaxophon kam als Rhythmusinstrument eher rein. Reine Instrumentalstücke waren selten. Der Frauenanteil war deutlich höher im Rhythm and Blues als im Rock'n'Roll. Das lag auch daran, dass immer mehr Männer angefangen haben, als Frontman aufzutreten. Und wichtig war eben, dass diese
Rhythm and Blues Texte, also sexuelle Anspielungen und Zweideutigkeiten, innehatten. Ja, das führte natürlich dazu, dass diese Musikrichtung als vulgär betrachtet wurde. Es gab zwischen Rhythm and Blues relativ viele Schnittmengen mit Interpreten wie zum Beispiel den frühen Ray Charles, den kennen wir alle von Hit the Road Jack, oder Chuck Berry, der übrigens eine Hommage erfahren hat in dem Film Zurück in die Zukunft. Fats Domino ist möglicherweise dem einen oder anderen noch ein Begriff. Und dann haben wir Little Richard, der ebenfalls einen Gastauftritt in einem hervorragenden Film, der Penner von Beverly Hills spielt, mit einem damals noch guten Nick Nolte. I've been seeking, I've been searching. Ja, nachdem man also den Rhythm and Blues, den schwarzen mehr oder weniger weggenommen hat, haben die versucht, den Rhythm and Blues zu kommerzialisieren. Sprich, man hat sämtliche damals guten Sänger verpflichtet, da kam das Motown-Label auch dann auf, Platten aufzunehmen, und alles, was damals Rang und Namen hatte, also wie zum Beispiel Aretha Franklin oder Ike und Tina Turner, die wurden dazu mehr oder weniger verdonnert, doch wieder die schwarzen Bestandteile in den Vordergrund zu rücken. Und da erlebte quasi der Soul seine Blütezeit. In den 1970er Jahren verblassten die schwarzen Elemente dann wieder. Das wurde dann zur Disco-Musik. Und in den 80er Jahren haben wir fast schon eine Perversion des früheren Rhythm and Blues, weil Whitney Houston ja eine Wahnsinnsstimme hatte, aber eher belanglose Popmusik gemacht hat. Hier noch ganz kurz zu einer Grafik, die ich im Internet gefunden habe, die nennt sich Style Map, weil hier ganz gut veranschaulicht wird, wie die unterschiedlichen Stile des Rock'n'Roll mit anderen Stilen verwandt sind. Also da gibt es den Caribbean Folk, den Spanish Folk, den French Folk, übrigens leider falsch geschrieben hier, French schreibt man ja mit CH, welche Einflüsse auf den Instrumental, den Latino, den Cajun Rock haben. Und hier seht ihr, das ist aufgebaut wie so eine Art Gehirn, welches ja auch extrem komplex ist, und Rock'n'Roll ist ebenfalls eigentlich eine sehr komplexe Musikrichtung, und da hat alles mit allem mehr oder weniger zu tun. Ja, ich möchte im Folgenden auf ein paar Stile näher eingehen, weil die mich persönlich interessiert haben, wie zum Beispiel der Rockabilly. Das ist nämlich eine weiße Interpretation des Rhythm and Blues, durchmischt mit Elementen der Country- und Hillbilly-Musik. Und da kommt eben Elvis Presley zum Beispiel ins Spiel. Minimalbesetzung bedeutet, man braucht eigentlich nur drei Leute, also einen Kontrabassisten, einen Gitarristen und einen Sänger. Und später kam noch Schlagzeug dazu. Und diese Art von Musikstil hielt sich nicht lange. Das löste sich dann später auf. Aber aus dieser Musikrichtung kennen die meisten von uns noch Elvis Presley, Johnny Cash, Eddie Cochran und Roy Orbison. Als weitere wichtige Musikrichtung möchte ich mal ganz kurz auf den Car Sound eingehen, weil das auch ganz interessant ist. Jeder kennt Chuck Berry, aber die wenigsten wissen, dass Chuck Berry in seiner Jugend Autos geknackt hat und einfach eine Wahnsinnsliebe zu diesen alten, aus heutiger Sicht alten Autos pflegte. Und die so ein bisschen in seiner Musik eingebaut hat. Der hat nämlich eine Art Gitarrensound erfunden, der mit einer Röhrenverzerrung dafür sorgte, dass die Gitarre blechern klingt und bei Barry an Autohupen erinnert. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Ja, als weitere Musikrichtung haben wir den Surf oder den Hot Rod. Surfmusik ist der einzige Zweig des klassischen Rock'n'Roll, der weit in die 60er Jahre hineinragte. Und jeder kennt die Beach Boys mit dem Titel Surfing USA. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing.
Ja, worum ging es in diesen Texten? Überwiegend um das Surfen und den Lebensstil in Kalifornien und natürlich die dazugehörigen Hot Rods. Die meisten großen Künstler haben früher oder später natürlich mit Drogen experimentiert und so sind die Alben ein bisschen abgehobener geworden. Ja, als nächstes haben wir den sogenannten Teenage Rock'n'Roll oder Highschool Rock'n'Roll. Das ist so ein bisschen die gezähmte Variante. Spielt sich auch in der Kleidung wieder. Also Jeans und Lederjacken wurden vermieden, die wurden durch Strickwesten ersetzt oder sogar Krawatten. Und die haben alle ganz süß und nett ausgeschaut, die damaligen Künstler. Und das war so ein bisschen elternkompatibel. Bekannt sind zum Beispiel Pat Boone oder Paul Anka. Übrigens, Aufgabe für euch, wer von den beiden hat das Titellied zu Speedy Gonzales gesungen? You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that flusy name float. Ja, dann haben wir noch den Twist als eine Bezeichnung für eine spätere Spielart des Rock'n'Roll. Und neu war damals, dass es eben nicht mehr paarweise getanzt wurde, sondern allein. Und das ist eben der Tanzstil, den man heutzutage eher in Diskotheken vorfindet. Als Erfinder des Twist gilt Chubby Checker. Noch ganz kurz zur Einordnung des Rock'n'Roll Revivals. Anfang der 60er hat ja Elvis aufgehört, Rock'n'Roll zu spielen. Die Beatles sind aufgetreten, das war eigentlich mehr oder weniger die Geburtsstunde des Pop. Buddy Holly ist 1959 gestorben und das war offiziell der Tag, an dem die Musik starb. Und 1965 war der Rock'n'Roll am absoluten Tiefstand. Ende der 60er und Anfang der 70er kam Bill Haley wieder auf. Es wurde plötzlich wieder hip, alte Klamotten zu tragen. Shakin' Stevens kam auf, The Sunsets kamen in die Charts. Und da hat man sich der alten Werte quasi wieder erinnert und gesagt, oh ja, Rock'n'Roll, das ist eine gute Sache, das machen wir doch wieder. Mitte der 70er haben wir dann die Tatsache, dass die Gitarre mehr in den Vordergrund rückt und die Rhythmen generell schneller werden. Ja, in den 70ern haben wir auch neue Begriffsverwendungen für den alten Begriff Rock'n'Roll. Es gibt den Progressive Rock, es gibt den Glam Rock und es gibt den Hard Rock. Und das waren bewusst einfach gehaltene Kompositionen und einfach gehaltene Instrumentierungen, sprich Gesang, Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, mehr war da nicht. Und ich möchte deswegen darauf zu sprechen kommen, weil hier einige Bands aufgekommen sind, die auch heute noch eine große Rolle spielen, zum Beispiel Motorhead, Rolling Stones. Und natürlich Kiss. Perfekte Überleitung für eine der größten Bands, die ja immer noch leben und immer noch Musik machen und scheinbar unverwüstlich sind. Das ist das Markenzeichen natürlich von den Rolling Stones. So, wer kriegt das auf Anhieb noch hin, alle vier Bandmitglieder aufzuzählen? Ja, die bekanntesten Singles sind natürlich Satisfaction, Ruby Tuesday, Jumping Jack Flash, Brown Sugar, Angie, Start Me Up. Die neueren gefallen mir sehr durchwachsen. Bridges to Babylon zum Beispiel ist ein hervorragendes Album, aber da hat natürlich jeder seine eigene Meinung. Wir kommen zu einem weiteren sehr, sehr bekannten Markenzeichen. Hat etwas mit Strom zu tun. AC/DC steht für Wechselstrom und Gleichstrom. Ja, und das hier ist natürlich das Markenzeichen einer ebenfalls bekannten Band. Ihr kennt sie alle, aber wisst ihr auch, wie dieses Zeichen hier heißt? Das ist das sogenannte Snaggletooth. Und zu guter Letzt, nachdem diese Präsentation ja auf Deutsch ins Netz gestellt wurde, möchte ich noch eine kleine Anekdote zum Besten geben bezüglich deutscher Schrift. Motorhead ist natürlich eine englischsprachige Band und in einem oder während eines Besuches in Deutschland stießen die Leute damals auf die deutsche Schrift und waren ganz fasziniert von den Umlauten. Die gibt es ja im Anglikanischen nicht. Und nachdem das so martialisch aussieht, ein O mit zwei Punkten oben drauf, haben die das übernommen in ihr Logo und nennen sich seitdem Motorhead mit zwei Punkten auf dem O, aber es wird natürlich nicht ausgesprochen. Und das finde ich wiederum ganz interessant.
Ja, das war meine Präsentation für Rock'n'Roll. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder.